Das hier ist der günstigste Gaming-PC der Welt. Und ob der sich für 350 Euro auch wirklich lohnt, werden wir im heutigen Video herausfinden. Denn mein Ziel ist es, ein geisteskrankes Setup um diesen PC hier zu bauen, um dann einen epischen Sieg in Fortnite zu holen. Also, was ich auf jeden Fall sagen muss, der PC ist innerhalb von nur 2 Tagen bei mir angekommen. Und ich hoffe, das wird nicht das einzige Positive sein, was ich heute über den PC zu sagen habe. Es geht nicht auf. Es ist auf. In der Box ist noch eine Box. Warum ist der PC aber so klein? Auf den Bildern war auf jeden Fall auch ein bisschen was an LEDs zu sehen. Deswegen bin ich der Real Talk mal gespannt, ob man denn auch wirklich LEDs hat. Und oh mein Gott! Ja, Bruder, wie kriege ich das jetzt raus? Das könnte gefährlich werden, aber wir machen den hier. Welcome, you are a hero now. Ich bin ein Held, aber warte mal. Das ist gar nicht der PC, den ich bestellt habe. Das hier habe ich eigentlich bestellt. Und ich glaube, wir sehen alle, da ist überhaupt keine Gemeinsamkeit. Welcher Praktikant hat mein Paket verpackt? Die machen einfach Clickbait auf Amazon. Anschlüsse sind ein paar da. Ich frage mich nur, wie das ein Gaming-PC sein soll, weil hier ist keine Grafikkarte eingebaut. Und das, obwohl auf der Seite stand, dass dort eine Grafikkarte eingebaut ist. Ich mache die Sticker auch nicht ab, weil Return Seal. Wenn das Ding ab ist, kannst du es nicht zurückgeben. Wer weiß, vielleicht will ich dieses Ding, was absolut nichts wiegt, wieder zurückschicken. Bruder, was ist das? Das könnte LED sein, aber ich glaube, das war's dann auch. 3, 2, 1 und boom! Hier sind LEDs. Hier sind auch LEDs. Guckt euch das hier an. Wie geil, hä? Okay, man muss schon sagen, das ist cool. Ich weiß nicht, welcher Praktikant das da reingestellt hat, aber der hat das System von Clickbait komplett falsch verstanden. Weil das sieht geil aus. Bis auf die Sticker. Notfalls will ich mein Geld zurück, wenn das überhaupt noch geht. Passt. Wir bauen damit jetzt ein Setup auf. Weil ich glaube, ich habe genau die richtigen Sachen dafür. Die günstigste Maus der Welt. Ein farblich dazu passendes Mauspad. Das habe ich Real Talk gerade auf der Toilette gefunden. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das da zu suchen hat. Aber meine Mutter hat es irgendwie zum Putzen benutzt. Die günstigste Tastatur der Welt. Da fehlen irgendwie 2 Tasten. Ich hab sie. Und natürlich fehlt noch ein Gaming-Monitor. Ein guter Monitor. Mit 75 Hertz. Farbtechnisch sieht das so geil aus. Alles rot, schwarz, rot. Und mein neues Headset. Schwarz, grün. Wo ist die andere? Das ist jetzt also fürs erste das Setup. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das sieht gut aus. Und es ist an der Zeit, den PC zu starten. Boom! 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, das Setup startet! Ich war bereit, ich war so ready, dass ich den PC sogar angefeuert habe. Let's go! Nur irgendwie hat das nicht so viel gebracht. In der Zwischenzeit, wo der PC hochgefahren ist, war ich dann essen und habe ein kleines Nickerchen gehalten. Und nach 27 Minuten und 53 Sekunden war es dann soweit. Der PC ist endlich an, aber irgendwie ist der Monitor komisch. Der ist komplett dunkel. Es funktioniert aber. Dann habe ich mich dran gesetzt, alles einzustellen, Windows zu installieren, Epic Games zu installieren, Fortnite zu installieren. Und ich habe mir selber als die Frage gestellt, kann ich es wirklich schaffen? Kann ich mit diesem PC eine Runde gewinnen? Fortnite ist installiert und wir starten das Spiel jetzt das allererste Mal. Der PC ist gecrashed. Da ist er einfach raus.
Ich habe sehr viel nachgedacht und mich gefragt, wie kann ich es schaffen, dieses Problem zu lösen. Und tatsächlich habe ich es geschafft, das Unmögliche möglich zu machen. Beziehungsweise ich habe den PC neu gestartet und es ein zweites Mal probiert. Wir sind drin, ich bin in Fortnite. Wird Fortnite jetzt aber überhaupt auf diesem PC funktionieren? Bisher sieht alles stabil aus. Ist zwar alles ein bisschen unflüssig, aber in der Lobby ist es nicht schlimm. Nur 700 V-Max? Nehmen wir mit. Und ganz wichtig, natürlich mit dem Creator-Code G-Box. Den tragt ihr jetzt auf korrekt auch alle einmal ein, weil mehr Geld gleich mehr geile Videos. Ich habe jetzt wirklich die schlechtesten Grafikauflösungen, die man so einstellen kann, eingestellt. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie viele FPS wir so im Durchschnitt haben. Anwenden, zack, Creative-Modus. Bitte was? Was ist das? Oh nein. Ich habe nicht einmal 60 FPS im Durchschnitt. Und so muss ich eine Runde gewinnen. 30 FPS gehen aber, oder? Nein, das ist geisteskrank. Bruder, ich habe nicht einmal 30 FPS im Durchschnitt. Was ist das? Über diese Lags will ich gar nicht reden. Und dieser PC wird für 350 Euro im Internet als Gaming-PC verkauft. Ey, ihr checkt das nicht, ne? Was ist das? Seht ihr das überhaupt im Video, was das ist? Das ist geisteskrank. Also... Ich muss es hinkriegen. Ich muss gleich eine Runde so gewinnen. Oh mein Gott, Bruder, ich kann nicht mal ihr zielen. Es funktioniert nichts. Ich kann nicht mal gegen Bots treffen. Wie soll ich gegen normale Gegner treffen? Ich habe nicht mal 20 FPS. Ich habe nicht mal 20 FPS. Ey, das sind echt coole Bäume. Ist das neu? Das sind verdammt geile Grafiken. Ist Fortnite x Minecraft? Ist das so eine Kooperation mäßig? Das sieht verdammt geil aus. Oh mein Gott. Die wollen mich verarschen. Ich wurde gescammt. Ich werde den holen. Ich werde den holen. Was glaubst du, wer du bist? Glaubst du wirklich, du hast eine Chance gegen mich? Ich bin professioneller Fortnite-Spieler. Bam. Bruder, ich schwöre, ich sehe nichts. Ja, ja. Ich hab's gesagt, ich bin Profi. Ha! Du Loser! Ich werde dich so auseinandernehmen. Du wirst keine Chance gegen mich haben. Auch mit so einem PC und 29 FPS. Boom. Und. Ey, stopp. Ich hab dich nicht gesehen. Ey! Okay, wir gehen das ruhig an. Ja? Tür auf! Ja, guck. Hab ich dir doch gesagt. Lasst euch nicht verarschen, okay? Kauft euch keine Gaming-PCs. Das Ding wird ja wirklich als Gaming-PC verkauft. Also ich glaube, da muss man schon mindestens 6, 7, 800 Euro hinlegen. Und da würde ich euch immer noch empfehlen, bei so einem Preis keinen PC zu kaufen. Zumindest keinen Gaming-PC. Kauft euch eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series S. Die kostet gerade mal 250 Euro. Und die ist teilweise besser als 1000 Euro PCs. Der PC ist so schlecht, nicht mal mein Internet geht. Er hat Rocket Launch. Au! Ich kann das nicht mehr. Das war's. Ich bin raus.